Herzlich willkommen zu diesem dritten Video aus der Reihe Fotos verbessern mit GIMP. Diesmal geht es darum, dass ich erklären möchte, wie man einen Horizont begradigt und dann anschließend beschneidet. Hier haben wir ein Foto aus Nordirland. Und hier sieht man, wenn man genau blickt, dass dieser Bereich hier etwas schief geraten ist. Es kommt daher, weil die Kamera etwas schief gehalten wurde. Um das etwas besser zeigen zu können, gehe ich hier in die Lupe rein. Und vergrößere diesen Ausschnitt und da sieht man, dass es hier leicht abfällt. Um ihn ganz genau zu gehen, muss ich zum oberen Lineal gehen und dort die entsprechende Hilfslinie hereinziehen. Damit ich aber auch tatsächlich diese Hilfslinie angezeigt bekomme, gehe ich hier auf Ansicht und kontrolliere, ob tatsächlich die Hilfslinien angezeigt werden. Nun gehe ich hier rauf zum oberen Lineal, drücke die linke Maustaste und ziehe dann bei gedrückter linker Maustaste diese Linie herunter. Wenn ich die jetzt hier ansetze, sehe ich, jetzt lasse ich sie los, dass hier tatsächlich, wenn ich hier diese Linie betrachte, dass hier etwas ab, das Bild hier etwas abfällt. Das heißt, wenn es wirklich schon waagerecht wäre, müsste ich dann das Bild etwas drehen. Und genau das werden wir jetzt dann machen. Ich wähle mir dazu das entsprechende Werkzeug. Drehen und kann dann hier im unteren Bereich dann bestimmte Dinge dann einstellen. Was ich sinnvoll achte, ist, wenn ich hier bei der Beschneidung hier auf Seitenverhältnis beschneiden gehe. Das bedeutet nämlich, wenn ich hier dieses Bild drehe, dass dann ein entsprechender Bereich dann auch freigelassen werden würde. Machen wir das jetzt einmal, verwenden wir das Werkzeug. Ich klicke jetzt in das Foto hinein. Es geht hier so ein Fenster auf und hier ist der sogenannte Drehpunkt. Und den Drehpunkt setze ich jetzt in die Mitte des Hauses hier und des oberen Bereiches. Und genau hier in diesem Bereich möchte ich es ja dann drehen. Und hier kann ich den Winkel einstellen, der dann gedreht wird. Und man sieht schon, dass sich hier das Haus mitdreht. Und ich muss jetzt schauen, dass hier der Abstand zu der Hilfslinie links und rechts dasselbe ist. So ungefähr könnte das jetzt passen. Also um etwa 0,80 Grad habe ich dieses Foto jetzt hier getrennt. Klick gedreht und klicke jetzt hier auf Rotieren. Es arbeitet ein bisschen. Da ist noch die ursprüngliche Situation und es wird jetzt gedreht und es bleibt dementsprechend dann hier im Außenbereich dann bleibt hier etwas frei. Das Bild ist soweit jetzt hier mal gerade. Ich möchte natürlich nicht diese Außenbereiche jetzt hier so haben, wie sie sind, sondern ich wähle jetzt hier die Möglichkeit, Bild automatisch zuschneiden. Dazu kann ich die rechte Maustaste wieder nehmen. Bild, habe hier automatisch zuschneiden und GIMP erkennt automatisch, dass dieser Randbereich wegfallen soll und schneidet das Bild dementsprechend zu. Und somit habe ich jetzt hier ein wirklich ebenmäßiges, also ein wirklich begradigtes Bild von mir. Soweit, so gut. Jetzt weißt du, wie man einen Horizont bei einem Foto begradigen und das Bild dann anschließend dann automatisch beschneiden kann.